Helene Fischer und Florian Silbereisen, ist das der wahre Trennungsgrund? Seit Dezember vergangenen Jahres gehen Helene Fischer und Florian Silbereisen nun schon getrennt durchs Leben. Warum sie ihrer Liebe keine Chance mehr gaben, war lange unbekannt, bis jetzt. Die Nachricht war ein Schock für alle Helene Fischer und Florian Silbereisen-Fans. Nachdem die beiden im Dezember vergangenen Jahres ihre Trennung bekannt gaben, machten immer neue Gerüchte die Runde, warum die beiden getrennte Wege gehen. Ein genaues Statement gaben Helene und Florian dazu noch nicht ab. Doch eine Promi-Lady könnte nun Licht ins Trennungsdunkel von Helene und Florian bringen. Helene Fischer und Florian Silbereisen, steckt das hinter der Trennung? Wie nun Michaela Schäfer vermutet, könnte vor allem der Erfolg Helene und Florian einen Strich durch die Liebesrechnung gemacht haben. So erklärt die Beauty im Interview mit bunte.de, die beiden sind Superstars und stehen in der Öffentlichkeit, ich glaube da ist es ganz schwer, eine richtige Beziehung zu führen. Ebenfalls fügt sie hinzu, es wird alles sehr kommerziell, sehr wirtschaftlich. Dabei spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, es wird einem viel vorgeschrieben, was darf man oder was darf man nicht. Sowas zerstört einfach auf lange Sicht die Beziehung. Ehrliche Worte, die definitiv einen traurigen Schatten über das einstige Liebesglück von Helene und Florian werfen. Doch Helene scheint aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Helene hält sich bedeckt, während Helene und Florian während ihrer Beziehung immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen waren, hält sich die Schlagerkönigin mit der Liebe zu ihrem Thomas eher bedeckt. Bis jetzt gibt es noch nicht mal ein gemeinsames Beziehungsfoto der beiden. Auch Florian scheint erstmal von einer öffentlichen Liebe nichts zu halten. So erklärte er erst kürzlich gegenüber Bild, dass er vorerst solo durchs Leben gehen möchte. I'm so happy.